Hallo, ich bin Carsten Henn, ich bin Restaurantkritiker des Kölner Stadtanzeigers. Bei meinen Restaurantkritiken ist es so, dass Köchin oder Koch nicht wissen, dass ich da bin. Also ich reserviere unter falschem Namen, ich stelle mich auch nicht vor, als ich bin der Restaurantkritiker und dann benehme ich mich wie ein ganz normaler Gast und mache mir währenddessen Notizen, möglichst unauffällig, damit die nicht wissen, dass ich da bin. Wichtige Kriterien sind erstmal Produktqualität. Das ist auch Teil der Leistung des Kochs. Dann geht es darum, dass handwerklich alles korrekt zubereitet ist. Da geht es um Garzeitpunkte. Da geht es darum, dass das Essen auch wirklich warm mit der richtigen Temperatur auf den Tisch kommt. Und dann gibt es bei Restaurants, die eben sagen, wir kochen kreativ, ist eben die Herausforderung, dass eben diese Kreativität auch auf dem Teller ist. Oder aber sie sind traditionell, dann muss es aber auch traditionell sein. Also immer, was will das Restaurant machen, daran messe ich die. Und dann aber eben auch, der Service muss gut sein, das Essen muss schnell genug kommen, man darf nicht auf die Rechnung warten, wie gut ist die Weinkarte, wie ist die kalkuliert auch? Also auch, was kostet das Essen, ist extrem wichtig. Auch Köln, finde ich, ist sehr, sehr preissensibel. Da muss man wirklich darauf hinweisen, wenn es zu teuer ist. Also Spaß macht es, wenn das Essen großartig ist. Wenn man wirklich mal loben kann und hat ein Menü, wo man denkt, Mensch, davon muss Köln erfahren. Und das Umland, die müssen hier hingehen, dann macht es wahnsinnig Spaß. Ja, viele Menschen denken, Restaurantkritiker sind wie der Kritiker aus Ratatouille oder Wolfram Siebeck, den man noch kennt, der immer sehr, sehr schick war. Wobei der bei Ratatouille ja zum Schluss auch nett ist. Aber eigentlich denkt man, Kritiker ist so grimmig, der kommt rein, der will eigentlich alles nur kritisieren. Aber man kann es nicht machen, wenn man keine Leidenschaft hat. Das ist das Wichtige. Wenn man sitzt lange beim Essen und man muss Faszination fürs Essen haben. Und ich glaube, das überträgt sich auch in den Texten. Die Leserschaft muss merken, dem ist das wichtig. Der isst gerne, der weiß, wovon er redet. Und dann kann man das machen. Und so ist es auch eigentlich bei allen anderen Restaurantkritikern. Das macht man nicht, um reich zu werden, weil das wird man nicht damit, sondern man macht es, weil man gutes Essen liebt. Also negative Kritiken machen keinen großen Spaß, die zu schreiben, aber ich bin ja für die Leserinnen und Leser da. Ich bin ja der Anwalt der Leserinnen und Leser, die abends sich die Zeit nehmen, in ein Restaurant gehen, viel Geld dafür ausgeben. Und wenn das Essen schlecht ist, dann muss ich sie warnen oder ich muss sagen, was sie essen sollten und was nicht. Ich gucke aber immer, gibt es auch irgendwas Positives. Es gibt eigentlich wenige Restaurants, wo wirklich alles ganz schlecht ist. Aber wenn es schlecht ist, muss es gesagt werden. Ich glaube, das Besondere in Köln ist, dass selbst in den absoluten Spitzenrestaurants man keine Schwellenangst zu haben braucht. Es gibt einen wahnsinnig netten Service. Es wird sehr viel geredet und man fühlt sich sehr willkommen. Und das ist in anderen Städten manchmal anders. Da gibt es dann doch dieses Steifere und so, wo man sich nicht traut hinzugehen. Das gibt es in Köln nicht. Also Köln ist wirklich sehr menschlich, sehr warm und das merkt man auch und gerade in der Spitzengastronomie. Hallo Mirko, wir sind hier bei dir im Restaurant Taku im Excelsior Hotel Ernst und du bist ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und 16 Punkten beim Gourmet. Wie wichtig sind für dich Bewertungen von Restaurantkritikern? Für mich persönlich nicht so wichtig wie fürs Restaurant, weil man irgendwann auch merkt, dass man, okay, man hat, ich sag mal, 10.000 Gäste im Jahr und davon sind dann vielleicht 5 Tester. Ja. So, und die 5 glücklich zu kriegen, ist sicherlich einfach. Aber die 9.995 alle glücklich zu machen, ist viel wichtiger und in der Gewichtung einfach am Ende das Entscheidende. Es gibt das Gerücht, dass in Spitzenküchen Fotos von den Testern aushängen. Ist das wahr oder ist das nur ein Gerücht? Nicht von Testern, weil es bei vielen einfach auch gar keine Bilder gibt und wir auch wirklich nicht wissen, wer das überhaupt ist. Was wir in der Tat haben, ist eine Liste mit ich sag mal, Gesichtern, die man erkennen sollte. Das sind lokale Prominenz, Schauspieler, Leute aus der Gastroszene, auch Köche unter anderem. Okay. Ja. Das ist mir wichtig, dass auch Leute erkannt werden, die sich in dieser Branche einen Namen gemacht haben oder die man einfach auch kennen sollte. Mein Foto hängt auch da? Dein Foto hängt auch da. Wunderbar. Das ist kein aktuelles, vielleicht machen wir mal eins. Wie ist das denn, wenn Tester im Restaurant ist und wenn drin Bescheid gesagt wird vom Service, der Carsten Henn ist da oder wir glauben, es ist jemand von Michelin, man weiß ja schon, ein paar Hinweise gibt es ja schon, ob die da sind. Was macht ihr dann anders oder macht ihr überhaupt was anders in der Küche? Nein, also wir machen ehrlich gesagt gar nichts anders. Man guckt auch nicht noch genauer drauf, weil wir gehen ja eh davon aus, dass wir für unsere 35 Gäste, die in das Restaurant reinpassen, jeden Abend einfach Vollgas geben. Sind denn die Kritiker so ein bisschen was wie der Endgegner, der Endboss und man ist eher an entgegengesetzten Feldern des Spielfelds oder
begreifst du dich eher so als die Gruppe von Leuten, denen Gastronomie wichtig ist und denen Genuss wichtig ist? Ich sehe sie nicht als Endgegner oder generell als Gegner, sondern ich sehe sie, sofern es am Ende eine konstruktive Kritik ist, als eine großartige Unterstützung. Weil am Ende ist es nichts anderes als ein gedrucktes Feedback, was ich vielleicht im Restaurant von einem Gast auch mündlich bekommen würde. Ja. Ja, das ist mir am Ende genauso viel wert. Es ist halt nur der einzige Unterschied, dass es halt publik gemacht wird und die breite Masse das halt auch lesen kann. Wir kriegen immer das Feedback, also tatsächlich von vielen deiner Kolleginnen und Kollegen, dass eine Bewertung im Kölner Stadtanzeiger für das Geschäft eigentlich viel wichtiger ist, ob wie eine Bewertung, was weiß ich, im Gourmet oder so, ob man da einen Punkt mehr oder weniger hat. Aber wenn man im Kölner Stadtanzeiger positiv besprochen wird, dass das viel, viel mehr Effekt hat. Ja, das ist wirklich so. Der Stadtanzeiger hat eine unfassbare Strahlkraft für die Stadt und die Umgebung. Also auch, ich sag mal, ist ja ein Riesenradius, wo der Stadtanzeiger auch wirklich erscheint. Und wir merken das wirklich, sobald der Artikel raus ist, gehen die Reservierungen hoch. Das ist einfach so. Und wenn der Artikel auch noch sehr wohlwollend oder sehr positiv ist, weil es halt gut war, dann merkt man das sofort wirklich. Also das ist teilweise schon ein Paradox. Als ob die Leute jetzt erst merken würden, ach, da ist ein Restaurant. Das Hotel steht seit 180 Jahren fast. Und jetzt ist auch immer ein Restaurant da. Jetzt können wir guter essen.